Was ist eigentlich Reizdarm und was sind seine genauen Ursachen? Woran erkenne ich den Reizdarm? Und was kannst du dagegen tun? Antworten darauf erfährst du jetzt im Interview mit dem Mitochondrien-Doktor Dr. Rudolf Bolsius. Also dranbleiben. Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem Interview. Etwa 15 Millionen Menschen leiden in Deutschland schätzungsweise unter Reizdarmsyndromen. Und ja, es ist so, dass Reizdarm, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann wird man sehr schnell merken, der Reizdarm hat sehr viele Gesichter, beziehungsweise ist auch so ein Überbegriff für ganz viele Symptome, wie zum Beispiel chronische Verstopfung. Du kennst es vielleicht bei dir, ja? Oder Durchfall, Blähungen, Bauchkrämpfe, Unverträglichkeiten gehen auch damit einher und auch Energieverlust, Energiemangel, Niedergeschlagenheit, diese ganzen Dinge. Ich war selber davon betroffen und weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man diese Probleme hat, tagtäglich damit kämpft und teilweise auch der Tagesablauf wirklich danach ausgerichtet werden muss, weil man eben so heftige Probleme hat. Und ich weiß auch ganz genau, wie es ist, wie unverstanden man sich fühlen kann, wenn man von Arzt zu Arzt rennt und nicht so richtig eine Lösung findet oder auch nicht richtig ernst genommen wird. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Möglichkeiten, was man dagegen tun kann. Ganz einfache Möglichkeiten, wie du deine Darmgesundheit verbessern kannst. Deshalb freue ich mich jetzt sehr auf das Interview mit dir. Lieber Rudolf, Rudolf Bolzius, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, über dieses wirklich tolle Thema zu sprechen zu dürfen, weil das geht uns alle an. Und ich kann nur sagen, als ich bin Arzt und war früher Hausarzt, da habe ich den Darm noch nicht verstanden. Das haben Ja. wir nicht gelernt. Ja, das ist ganz spannend, ne? Also, du hast gerade schon gesagt, du bist Arzt und im Internet bekannt als der Mitochondrien-Doktor. Das heißt, du kennst dich sehr gut aus mit den Energielieferanten in unseren Zellen. Das ist so dein Thema. Und im Internet recht umtriebig zu Themen wie Ernährung, Entgiftung, aber eben auch zu unserem heutigen Thema, dem Darm, dem Reizdarm, beziehungsweise was kann ich denn dagegen tun? Ja, fangen wir doch mal ganz einfach an. Rudolf, was ist Reizdarm, was würdest du als Reizdarm bezeichnen oder gibt es das überhaupt Reizdarm? Ja, das ist eine Begrifflichkeit, die eigentlich das gut umschreibt, aber nicht spezifisch ist. Wenn dich irgendetwas reizt, also sagen wir mal negativ, wenn dich etwas aufregst, ja, dann ist deine Reaktion ähnlich gleich. Du wirst wütend und du funktionierst nicht mehr richtig. Da war ein Reiz und deine Reaktion ist relativ gleich. Beim Darm ist es ähnlich. Alle möglichen Reize führen dazu, dass der Darm sauer wird. Ja, und nicht mehr richtig funktioniert. Also ich halte den Begriff schon ganz gut, auch im Volksmund, weil jeder merkt ja auch, also jeder, der davon betroffen ist, ich halte die Zahl schon für fast zu wenig, mindestens 20, 25% haben einen nicht erkannten Reizdarm. Also ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ein allgegenwärtiges Problem. Und das ist natürlich auch die Definition, was fasst man jetzt darunter? Da können sich die Wissenschaftler mit beschäftigen. Darm, ich möchte das auch direkt sagen, Mitochondrien und so, das sprechen wir jetzt heute nicht so richtig drüber. Aber ich habe in meinem Gedankenkonzept 5 Punkte. Ne? Wie kann ich auch Diagnose oder Therapie, vor allem Therapie, und ich mache mir ja an den Fingern, 1, 2, 3 sind gleichbedeutend, erzähle ich jetzt, Ernährung, stofflich und feinstofflich, Entgiftung, stofflich und feinstofflich und drittens der Darm. Ja, der Darm spielt eine wahnsinnig zentrale Rolle. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und es ist auch so, diese drei Themen, die bewirken sich gegenseitig. Wenn du etwas zu dir nimmst, eine Ernährung, ja, wodurch geht es denn? Es geht ja durch den Darm. Also mache ich irgendeine Form. Jede Ernährung beeinflusst unseren Darm. Ja, völlig klar. Wenn wir entgiften, genau dasselbe. Häufig haben wir nämlich Gifte im Darm und Entgiftung führt auch, und wenn wir biologisch entgiften, machen wir ja auch das über Ernährung, über Wildkräuter und sonstiges. Ich trenne das gar nicht so als Wichtigkeit, sondern das sind für mich die drei zentralen Blockbuster. Okay. So, ich habe am Anfang ein paar Symptome aufgelistet, aber das würdest du schon so sagen, dass das die Symptome sind, die unter den Begriff Reizdarm fallen, ja? Ja, das sind also mal die Hauptsymptome sind natürlich wechselnde Verdauung, Verstopfung, Durchfall im Wechsel oder ausschließlich, dann Krämpfe. Ja, der Darm ist verkrampft durch den Reiz. Ja, der Darm ist da von der Muskelschicht umgeben. Das ist völlig verständlich. Aber auch Blähungen
Und auch ganz, wird ja ganz selten darüber gesprochen. Was ist denn, wenn wir Stuhlgang hatten, frage ich die Menschen auch, musst du danach das Fenster öffnen? Auf gut Deutsch haben wir hier nicht 4711, sondern 4712 im Geruchte. Ja? Stinkt es auf gut Deutsch. Ja? Das sind Gift- und Gärprodukte, die im Darm entstehen, weil der Darm nicht mehr funktioniert. Ja, es geht auch um Häufigkeit. Ne? Es gibt Leute, die haben nur mehr, ja, alle paar Tage mal Stuhlgang. Ja. Eigentlich sollte es ja viel häufiger sein. Also im Optimalfall zweimal am Tag. Ja, die Darmpassage mag unterschiedlich sein. Klar ist, Bewegung hilft dafür, viel trinken und diese Dinge. Aber ich würde sagen, mindestens einmal am Tag. Und ich bin ein großer Freund von Rhythmen. Und es ist einfach schön. Also ein richtig funktionierender Darm entleert sich eigentlich morgens, ne, nach dem Aufstehen, weil dann kommt der in Gang, dann fängt die Bewegung wieder an, die Peristaltik. Manchmal, ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil ich gerade an Kaffee gedacht habe. Ja, Kaffee fördert ja die Peristaltik der Verdauung. Ja, dann sagt der Darm, ich muss frei machen, weil es kommt ja gleich Frühstück oben wieder rein. Ja. Es ist alles so logisch bei uns. Ja, ja, genau. Mhm. Es gibt ja jetzt auch andere Krankheiten im Darm, ja, die auch weitaus schlimmer sein können. Das ist einfach nur eine Reizung des Darms. Ja, absolut. Ja. Wie kann ich denn jetzt einen Reizdarm erkennen? Gibt es da wie Abgrenzung, wo ich sage, es ist jetzt, da sollte man wirklich was unternehmen oder das ist vielleicht noch harmlos oder das ist jetzt wirklich schlimmer? Kannst du das so ein bisschen einordnen? Ja, okay, sag mal, es gibt das sogenannte Leaky Gut-Syndrom. Das wird auch eher in der biologischen Medizin mehr akzeptiert. Aber es gibt natürlich auch richtige schulmedizinische Erkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Ulcerosa, Morbus Crohn. Das sind Dinge, die, da ist man in der Regel aber schwer krank und geht auch zum Arzt und der macht dann auch entsprechende Diagnosen. Ich sage sowieso, wenn wir hier Dinge empfehlen, wenn die Beschwerden lange anhalten, ne, und auch durch das, was wir hier Ernährung und so weiter empfehlen, sich verbessern, geh bitte zum Arzt. Ja. Es könnte ja auch etwas anderes darin stecken. Also die schwerste Form wäre natürlich der Darmkrebs. Also ich mache jetzt hier nicht so, jetzt machst du unsere Tipps und dann vergiss den Arzt, das mache ich nie. Ja, wir brauchen auch Darmdiagnose, je schwerer der Mensch krank ist. Ganz ja, klar. Genau. Ja. Okay, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was ist das Ganze, wie gehe ich damit um? Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, was kann ich denn jetzt tun? Und das haben wir auch in Aussicht gestellt am Anfang dieses kleinen Videos hier. Was kann ich tun? Da möchte ich mit dir darüber sprechen, denn das ist das, was am meisten interessiert. Ja, ich habe jetzt die Probleme, aber was kann ich denn nur ganz konkret dagegen tun? Wie werde ich meine Bauchschmerzen los? Wie werde ich meine Blähung los? Meinen Durchfall, meinen nicht vorhandenen Stuhlgang? Also Oberbauchschmerzen und keine Ahnung, was ich jetzt alles habe. Und das sind ja auch Sachen, die ich früher selber auch hatte. Also was kann ich tun, ganz konkret, um der Sache Herr zu werden, um es wieder zu verbessern und vielleicht idealerweise sogar einen Normalzustand zu erreichen. Ja, gehen wir aber erstmal in die Vorstufen, nämlich was ist passiert? Ja, ja. Ich würde das eher sagen, vielleicht schauen wir nach, ich erinnere mich gerade an eine junge Dame aus meiner damaligen Hausarzttätigkeit. Es kamen viele Menschen zu mir, mehr Frauen als Männer, die kamen, sag mal, guck mal hier, also so schlank wie du oder so schlank wie ich. Na, guck mal, mein Bauch, der ist so dick und was weiß ich nicht. Und jetzt sage ich, was der klassische Mediziner eigentlich machen kann. Ja, er untersucht, ja, spürst nichts. Ja, ich kann es klopfen, hast vielleicht mehr Luft. Ja, okay, das kann man hören. So, dann machen wir einen Ultraschall. Ja, siehst du viel Luft im Bauch? Ja, okay. Dann drittens, Blut untersuchen und vor allem Stuhl untersuchen. Ja, wir untersuchen aber in der klassischen Schulmedizin Stuhl auf pathogene Keime. Hast du irgendwelche krankhaften Keime? Ja, Salmonellen, Shigellen und sowas. Das war's. Und dann können wir in der Regel nicht mehr viel machen. So bin ich ausgebildet worden. Häufig haben die, und dann machen wir auch noch vielleicht eine Darmspiegelung. Häufig haben die Patienten dann eine Erleichterung, weil durch die Darmspiegelung müssen die erst den Darm abführen. Dann wird erstmal ganz schön viel weggeräumt, was ganz gut ist. Aber die Ursache ist nicht beseitigt. Und da möchte ich wirklich drauf hinauslaufen. Viele um uns bleiben dann bei diesem Stehen und nehmen Abführmittel. Ja? Das finde ich katastrophal. Die fördern, das ist häufig das Sennerkraut, die fördern Darmkrebs. Ja, oder sie nehmen Antiblähungsmittel. Kann man alles machen, aber wir wollen eine Wurzelbehandlung. Ja, das heißt, wir wollen an die Wurzel des Übels heran. So, ja, das A und O, was für den Darm entscheidend ist, was kommt hier oben rein?
Das muss man ganz klar sagen. Die Ernährung, ja. Ja, klar. Ja. Und nochmal, was ist überhaupt der Darm? Ja, es ist ein Rohr. Ja. Und jetzt muss ich kurz auf meine Mitochondrien drauf zu sprechen kommen. In der Evolution, die 3,5 Milliarden, also erste Zelle war vor 3,5 Milliarden Jahren unfassbar lange Zeit. Ja. Und aber vor 2 Milliarden Jahren haben sich so im Prinzip sozusagen die Urmitochondrien gebildet. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber dann war erst Einzeller. Und dann gab es irgendwann Zellhaufen da. Und die Zellhaufen haben sich dann irgendwann organisiert und haben gemerkt, oh, innenliegende Zellen, außenliegende Zellen. Und da das Sonnenlicht spielte auch eine Rolle. Erstens haben die Zellen, wenn innen, kein Licht bekommen. Und die hatten die haben keine Versorgung bekommen. Also das heißt, die waren von den Nährstoffen abgekoppelt und auch von der Entgiftung, das heißt, das, was sie als Stoffwechselprodukte hatten, waren sie auch nicht in der Lage, es einfach in das Meer wieder abzugeben, weil es ja schon ein Zellhaufen war. Und da kam die Intelligenz, was auch immer, ja, und hat ein Mittelrohr entwickelt, also eine Logistikstraße. Und aus diesem Mittelrohr ist der Darm entstanden. Der Darm ist das erste Organ in der Evolution. Das ist total interessant und wichtig. Und gleichzeitig sind aber auch in diesem Darm relativ schnell schon Bakterien eingewandert und die haben eine Rolle gespielt. Ja? Wir haben nämlich im Darm also nicht nur die Versorgung, das heißt, alles, was wir essen, wird dann in den Körper aufgenommen, weit gefehlt ist. Wir wissen nur, wenn wir hier etwas reintun, dass es unten im Darm ist. Ob das dann in den Körper gelangt, wissen wir noch lange nicht. Ja? Und wir haben auch natürlich, man merkt, wenn man dann auch irgendwann mal auf Toilette geht, hoffentlich täglich, merkt man, oh, der Körper scheidet ja aus. Der möchte sozusagen die Müllabfuhr. Das ist unsere Müllabfuhr. Neben anderen, aber die Verdauung ist nicht das Wichtigste. Ja. Und insofern, dann in den nächsten 2 Milliarden Jahren hat sich das nur weiterentwickelt, aber die Rolle des Darmes ist gleich geblieben. Ja. Das ist die Symbiose mit Darmbakterien, ja, und ist die Versorgung mit Mikro- und Makronährstoffen, die in den Körper über die Darmwand gehen und gleichzeitig aber auch die Entlastung des Systems, nämlich den ganzen Schrott sozusagen, ja, zum Schrotthändler zu gehen, sprich in die Toilette. Ja. Das ist die Rolle des Darms. Das ist ganz spannend, was ich überlegt habe. Dann kommen wahrscheinlich irgendwann die Würmer, ne? Und wir sind heutzutage eigentlich dann so ein Wurm mit Kopf, Beinen und Armen dran. Ne? Ja, du hast das vielleicht. So, ganz kurz, also damit es auch mal klar wird, warum mein Mitochondrien-Thema so extrem spannend ist, nehmen wir diese Evolution. Erste Zelle vor circa 3,5 Milliarden Jahren. Und hier ist heute, wenn wir das zusammenschrumpfen auf 24 Stunden, um wie viel Uhr dieses 24-Stunden-Tages ist die Menschheit auf die Welt gekommen? Da kann man jetzt streiten, wann das genau war. Waren wir schon vom Baum runter in Afrika? Es ist aufrechter Gang. Es ist absolut unwichtig. Aber nur damit wir ein Verhältnis haben. 24 Stunden habe ich jetzt zusammenkomprimiert. Um wie viel Uhr des Tages ist der Mensch, die Menschheit natürlich auf die Welt gekommen? Ja, so eine Sekunde vor Mitternacht oder so, ne? Zwei bis drei Sekunden. Ja. Das ist ja ein Furz. Entschuldigung, jetzt sind wir beim Darm. Ja. Das ist ja gar nichts. Ja. Da ist doch nicht mehr viel passiert. So, und das ist einfach meine Begeisterung. So, wir bleiben aber beim Darm. Darmrolle ist klar. Also eine gut funktionierende Rolle. Und wir haben diese Symbiose. Symbiose heißt eigentlich ein intelligentes Zusammenleben mit uns innewohnenden Bewohnern, nämlich die Darmbakterien. Und ein Neugeborenes kommt steril auf die Welt und vom ersten Schluck eigentlich an der... die erste Besiedlung des sterilen Darmes erfolgt während der Geburt. Genau, während der Geburt, ja. Während der Geburt, Ist eben bei der Kaiserschnitt immer noch so eine Gefahr, dass eben das fehlt, ne? Ja, da fehlt schon mal die erste Besiedlung. Also da muss... Jetzt ein Exkurs, aber da muss man sollte man auf jeden Fall sehr schnell mit entsprechenden Darmbakterien substituieren. Ja? Mhm. Der Darm ist steril, weil das ist immer ein Gleichgewicht. Ja? Manche sprechen von bösen Dysbiose, nicht Sym, sondern Dysbiose. Ja? Aber es geht nicht darum, etwas Böses schlecht zu machen. Ja? Wie zum Beispiel Darmpilze, haben wir auch viel. Ja? Aber dann nehme ich irgendein Medikament und bekämpfe die Pilze. Ja?
Aber nicht die Ursache, ja. Aber nicht die Ursache. Es ist ja, wir wollen immer aus der Schieflage heraus. Ja? Ja. Wir brauchen ein biologisches Gleichgewicht. Wir beide ticken, und ich hoffe, jeder, der hier zuhört, die Biologie, die Logik im BIOS, es ist faszinierend und ist einfach nicht zu toppen. Ja, es ist unfassbar faszinierend. Also wenn man da in die Tiefe reingeht und man merkt, was da eigentlich passiert in unserem Körper, was für ein Wunderwerk unser Körper ist, wie das funktioniert, dass wir auch wirklich große Teile überhaupt noch gar nicht verstanden haben. Kriege ich jetzt gerade Gänsehaut. Reizdarm, jetzt denke biologisch, ist ein Warnruf, ein relativ harmloser Warnruf des Organismus. Mein lieber Bastelfreund, ja, was im Moment da läuft, ist nicht in Ordnung. Ich gebe dir mal ein Zeichen. Ja? Verstehst du es oder verstehst du es nicht? Es sind Warnsignale. Der Körper ist, unser Diener, ist so intelligent. Er gibt uns immer wieder Hinweise, Mann, komm auf die Spur. Ne? Ja, genau. Wir müssen einfach nur reagieren und sagen, jetzt muss ich irgendwas ändern. Ja? Und damit sind wir wieder bei der Frage, was kann ich denn tun? Denn viele heutzutage verstehen eben den Warnruf des Körpers nicht, beziehungsweise es ist so ein bisschen wie beim Auto, wo die rote Warnlichtlampe leuchtet, und was passiert denn? Die Lampe wird rausgeschraubt oder kurz draufgehauen. Ja. Das ist die klassische Antitherapie. Wir wollen etwas wegmachen. Ja? Es wird weggeschnibbelt oder übertüncht. Wir machen nichts. Wir versuchen in unserem Denken und Handeln in die Balance zu kommen. Ja? Es geht immer um Balancen. Ja, da hat man auch die größte Möglichkeit, es wieder auszutarieren. Ja. Wegmachen hieße irgendein Antimedikament, zum Beispiel ein Antibiotikum. Ja, Antibiotika sind ja dafür da, Bakterien kaputt zu machen. Wir haben Darmbakterien, die freuen sich nicht. Ja? Nee. Meistens Durchfall nach Antibiotika. Frauen wissen das, Entzündungen im Genitalbereich, ja? Weil nämlich da auch Bakterien sind. Ja. Relativ einfach, relativ intelligent. Was kann man machen? Ja. Genau, also ich habe Reizdarm und habe jetzt die beschriebenen Symptome, einige oder mehrere oder nur einzelne davon. Und was kann ich jetzt tun, jetzt haben wir auch über die Darmbakterien gesprochen, was kann ich tun, um da wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen und das Ganze wieder zu verbessern? Das ist schön, dass gerade du mich fragst. Grün und gesund. Du bist heute der Experte in unserem Leben. Ja. Ich kann aber nur sagen, das, was du machst, unterstütze ich hundertprozentig, weil es ist genau der richtige biologische Weg. Was ich aber auch immer sage, wenn jetzt jemand schon, also so, ich sage jetzt mal nur ein Pommes- und Burger-Junkie ist, so richtig, also da ist vieles dann im Argen. Und der sagt, oh, jetzt kann ich nur Wildkräuter essen, grün und so weiter. Der Wechsel, manche machen den sehr krass, ja, bei denen hat es Klick gemacht, die sagen, jetzt ändere ich mein Leben. Aber bei denen meistens ist es ja so ein langsamer Wechsel. Und ich sage immer, erstmal nichts weglassen, sondern etwas hinzutun. Das kommt dann von selber. Ja? Ja. Die Schönheit einer biologischen Ernährung, und die Ernährung ist immer die Top Nummer 1. Wenn es um Darm geht, ja, da oben kommt es rein und unten geht es raus. Ja, dazwischen ist der Darm. Und der Darm, das Verdauungssystem, beginnt Zahnreihe, eigentlich Lippen. Ja, und endet, wenn es die Luft wieder sieht. Ja. Ja. So. Die Ernährung ist da ganz wichtig. Das war auch tatsächlich, wo du gesagt hast, meine Arbeit und so weiter. Das war das, womit ich eben auch angefangen habe, Ernährung umzustellen. Ja. Das war der erste Schritt. Und bin dann bei mir eben auf die grünen Smoothies gegangen. Ich muss mal so was Ähnliches trinken. Ja, genau. Ich habe eben schon bei mir jetzt hier nicht stehen bei grünen Smoothie, aber gut, dass du in der Wiese stehen hast. Ja. Da geht genau darum, einfach erstmal was hinzuzufügen. In meinem Fall war es der grüne Smoothie, weil es einfach eine Kombination ist aus Blattgrün, wo viele Nährstoffe drin sind, und Obst. Das Ganze schmeckt gut, und es ist einfach Nährstoffversorgung, weil der Darm ja oftmals auch wirklich in der Form beschädigt ist, beeinträchtigt ist, also die Nährstoffe gar nicht mehr aufnehmen kann. Das heißt, habe ich also wenige Nährstoffe durch meine Pommes-Diät, ja. Ja, genau. Weil Mangel im Überfluss. Es ist schon nichts mehr drin, es sind noch alles leer. Und dann kommt noch hinzu, dass der Darm fehlbesiedelt ist, gar nicht mehr besiedelt ist oder beschädigt, was auch immer. Das heißt, es kommt nichts mehr an Nährstoffen. Ja. So, jetzt machen wir genau das, sprechen wir darüber, was im Darm passiert. Also ich esse jetzt, du hast eben einen Apfel gebissen. So, das heißt, diese Bestandteile, hast du hoffentlich gut gekaut, erster Teil der Verdauung, gut kauen. Dafür haben wir Zähne, Kauzähne. Da, ne?
Das ist ganz wichtig, weil nämlich hier wir Speicheldrüsen haben und da kommen Enzyme, Speichelenzyme, und die machen den ersten Teil der Verdauung. Kann ich euch einen guten Test nennen? Nehmt mal eine Möhre, ne? Kaut die mal so lange, bis die Möhre auf einmal süß schmeckt. Das geht nur, weil wir Speichelenzyme haben und die aus der Stärke dann Kohlenhydrate, also Zuckerstoffe machen. Das ist auch Biologie, gelebte Biologie. Ja? Also dafür, ich empfehle, ich schaffe das auch nicht immer, 30 bis 40 Mal zu kauen. Wenn ich im Bewusstsein bin, dann esse ich langsam und dann werde ich schneller satt, witzigerweise. Ja? Ist ja völlig klar. Ja, wenn du schlingst, dann bist du voll, weißt du dich nämlich überfressen, auf gut Deutsch. Ja, aber kannst nicht gut schlafen und fühlst dich nicht gut. Also okay, dein Apfel geht jetzt hier in die Speiseröhre herunter, dann in den Magen. Da wird sie über die hoffentlich gut vorhandene Magensäure, wird sie antibakteriell behandelt. Also die ganzen Keime und so weiter werden abgetötet, ein Großteil der Keime. Ja, und die ersten Teil der Verdauung beginnt dann und dann wird es weitergerutscht in den Dünndarm. Da kommen dann die Bauchspeicheldrüsenenzyme, Amylase, Lipase. Alles, was mit Ase zu tun hat, ist ein Enzym. Und da beginnt wirklich die Verdauung. Im Dünndarm ist viel aufknacken. Ja? Und dann geht es irgendwann in den Dickdarm. Und der Dickdarm, da sitzen die meisten Bakterien. Also da ist die Flora, die für uns extrem wichtig ist. Und das Dickdarmmilieu ist anaerob, also keine Luft, bis auf ganz den letzten Ausgang. Und dort findet eigentlich die Aufnahme der Stoffe statt. So, der Apfel, ich gehe ja von einem biologischen Apfel aus, der ist jetzt aufgeknackt, also Magen und Dünndarm. Und diese Bestandteile müssen aber weiterverarbeitet werden. Diese, sag mal, das, was dann als Brei in den Dickdarm gelangt, würde nicht über die Darmwand, über die müssen wir nämlich sprechen, ja, würde nicht die einzelnen Bestandteile in den Körper kommen. Die müssen noch weiter aufgeknackt werden. Dafür haben wir die Helfer, die Flora. Das ist unfassbar wichtig. Ja. Mit einem sterilen Darm würden wir sterben. Wir wären nicht lebensfähig. Ja. Diese Symbiose ist intelligent, die ist faszinierend und sie erhält deine Gesundheit. So, also wenn du jetzt eine ganz tolle Symbiose, also eine absolut intakte Darmflora hast, wobei wir von etwa 1000 und mindestens 1000 unterschiedlichen Einzelarten sprechen. Wir wissen da noch nicht alles drüber, aber wir wissen, wie es funktioniert. Die führen dazu, dass diese Bestandteile weiter enzymatisch aufgeknackt werden. Ja, und dann stehen die Grundbestandteile deines Apfels oder natürlich der ganzen Ernährung stehen zur Verfügung und können dann durch die Darmwand kommen. Jetzt muss ich dir ein bisschen die Darmwand erklären. Die Darmwand hat Schleim, besteht aus einer Schleimschicht, und dann stehen die Darmwandzellen, und die haben eine, intakte Darmwandzellen haben eine nur geringe Durchlässigkeit für kleine Moleküle. Also ganz, ganz mini kleine Löcher sozusagen. Ja, genau. Genau. Wege, ja, Gassen. So, ja, immer so eine enge Gasse, ein italienisches Bergdorf, so etwa. Ja. Also, ja, so, verwundert. Und dahinter sitzen auch Immunzellen. Ja, diese kleinen Moleküle, also diese kleinen Mannequins, die durch die Gasse rennen, die dürfen durch. Ja, so. Jetzt kommt es aber häufig durch eine Fehlbesiedlung des Darmes dazu, dass zum Beispiel Entzündungsmediatoren, also Entzündungsstoffe, an der Darmwand wirken, ja, und dann diese Dichtigkeit ein bisschen auseinander geht. Dann sind wir jetzt von der Gasse zu einem Feldweg gelangt. Auf dem Feldweg kann aber schon ein Trecker fahren. Ja? Und dann kommt, so im übertragenen Sinn, ein größeres Molekül kommt dann durch diese Wand in den Organismus, trifft als erstes auf die Immunzellen und die sagen, du darfst hier nicht durch. Ja? Das geht nicht. Du bist nicht richtig verdaut. Vorverdaut. Ja? Wir können mit dir nichts anfangen. Wir sehen dich als Feind an, als Allergen. Ja? Und das Immunsystem fängt an zu reagieren, aber wiederum über eine Entzündungsreaktion. Wenn diese Darmflora, die Darmbakterien weiterhin schlecht sind und man die Ursache nicht beseitigt, dann schaukelt sich diese ganze Kaskade, die Entzündungskaskade auf. Bis jetzt habe ich über den Darm und die lokalen Reaktionen gesprochen.
dieses Auseinandergehen, das geht nachher bis zur Autobahngröße, ne, nennt man Leaky Gut-Syndrom. Ja. Der undichte Darm. Versteht man das? Ja. Also Reizdarm, Leaky Gut, da gibt es auch Labormessungen, Stuhlmessungen, das kann man alles messen. Das sind Brüder. Ja? Aber diese gesamten Erkrankungen, es ist alles so logisch. Ja? Wenn man es mal versteht, ja, genau. Es ist so logisch. Ja. Jetzt sind wir aber erstmal in der Polizei, in der lokalen Polizei, in der örtlichen Polizeibehörde Ort Darm. Ja? Die sagen, oh nee, ihr dürft hier nicht, aber jetzt kommen noch größere Kaliber, weil wir mittlerweile die Toren so geöffnet haben, wie damals die DDR-Mauer. Ja. Da war kein Halt mehr. Ne? Da hat die örtliche Polizei gesagt, oh, ich kann nicht mehr. Ja? Und das heißt, diese Entzündungswerte gehen dann in den Körper über. Die zirkulieren dann in der Blutbahn. Und dann hat man ganz andere Erkrankungen im Organismus, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder also viele chronisch entzündliche Erkrankungen haben eine Mitursache im Darm. Oder umgekehrt, jede chronische Entzündung, und die, das wissen wir immer mehr, die chronische Inflammation, egal ob Zuckerkranke oder was auch immer, ist das der Schwelbrand im Organismus. Auch Schmerzen, ja, spielt eine ganz große Rolle. Also alle diese chronischen Erkrankungen, ohne eine adäquate Darmtherapie, bekomme ich die nicht, ich will sie ja nicht bekämpft, ausgeglichen. Mhm. Ja? Ja. Chronische Entzündung kann ich auch bekämpfen. Tolles Medikament, Cortison. Ja? Ja. Aber ich unterdrücke etwas und mache die Darmflora kaputt. Ja, genau. Wenn ich das mal verstanden habe, dann weiß ich, dass Cortison eigentlich totaler Quatsch ist, beziehungsweise man kann es verwenden, um mal in Extremfällen die Symptome zu lindern und vielleicht mal irgendwie überhaupt mal das erreichen, dass man irgendwie mal Ruhe in den Laden reinkriegt, ja. Aber du hast keine Ursachenbekämpfung. Genau, ich kläre nur auf, was so ist. Ich will überhaupt nicht eine Gegnerschaft oder so, mach das nicht oder so, sondern ja, irgendwann sind viele Menschen und ganz ehrlich, deine Arbeit, meine Arbeit und viele anderen Arbeit im Internet führt dazu, dass das Bewusstsein vieler Menschen sich verändert. Ja, genau. In Richtung, was kann ich selbst tun, das nennt man Selbstverantwortung. Und genau. Wenn du dabei bist, jetzt noch, nach ein paar Minuten des Interviews, kann ich nur sagen, Daumen hoch. Ja, genau. Selbstverantwortung ist was ganz, ganz Entscheidendes. Jetzt haben wir schon einiges gelernt. Also das heißt, die Ernährung, was gebe ich oben rein? Ja. Auch wie gebe ich es rein, kauen und so weiter, waren es schon mal ein paar Tipps, was kann ich also tun. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt konkret vielleicht noch ein paar Tipps, um das gleich zu beschleunigen. Wir haben jetzt auch gesprochen über Darmbakterien. Ja. Vielleicht kannst du da in die Richtung noch ein paar Tipps geben. Ja. Was kann ich tun, um diese Darmbakterien wirklich da auch wieder anzusiedeln? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber was passiert im Darm? Diese ganzen Anaerobier, also Untersauerstoff, Abschluss agierenden Bakterien machen ja eine Reaktion, und zwar eine Fermentation. Ja, das ist ein ganz einfacher Begriff. Das ist wie ein Gärungsprozess, aber in dem Fall wird es verarbeitet. Es gibt die alkoholische Fermentation, also alkoholische Gärung, die wird zu ganz kleinen Prozent auch im Darm gebildet. Wir sind immer ein bisschen unter Strom, aber ganz wenig. Ja, aber der Hauptanteil ist die Fermentation. Und fast jeder kennt die Fermentation, nämlich beim Sauerkraut. Ja? Das sind bestimmte Bakterien, Lactobacillen und so weiter, die verändern dann die Substanz oder die knacken die wertvollen Inhaltsstoffe auf, machen sie erst verfügbar. Ja? Ich mache mir selber mein Sauerkraut und Rotkohl und alles sowas. Diese Welt ist faszinierend. Und was ich mache, schmeckt, kann ich dir so sagen. Ja, und früher war es ja ganz normal. Ne? Da wurde absolut einfach fermentiert selber. Und das war ganz natürlich, dass solche Darmbakterien eben auch aufgenommen wurden. So. Heutzutage ist ja alles nur noch sterilisiert und homogenisiert. Sogar die, alles richtig. Drin, ne? Und wenn man dann, ganz ehrlich, wenn wir dann den Sauerkraut kochen, ja, ich nehme ja Sauerkraut. Ja, ich sage, kochst du den? Ja, klar. Bakterien tot. Ja? So, die Fermentation hat stattgefunden, aber auch zum Beispiel die Bildung von Vitaminen im Darm. Ja? B-Vitamine, ganz wichtig zum Beispiel, geschieht über gute Bakterien im Darm. Ja? Das machen die kostenlos. Das ist so faszinierend, weil wir diese intelligente Symbiose haben. Ja. Ja. Und also dieser Vorgang bei einer schlechten Darmfunktion funktioniert es nicht. Und ich muss sagen, ich bin seit einigen Monaten jetzt
auf ein Präparat gestoßen, das Rechtsregulat von Dr. Niedermeyer. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Erstmal in der Theorie, in der Beschäftigung. Mein Herz schwingt. Ich bin wirklich sehr tief in der Materie und Mitochondrien und so weiter. Und ich muss sagen, mein Herz sagt nur ja. Ja. Ich bin nicht so ein Produktempfehler. Aber da, es ist so extrem intelligent, die Natur nachgemacht worden. Eigentlich das, was in unserem Darmabschnitt passiert. Ja, so dass ich wirklich sagen kann, wow, das ist einfach, das, da dürfen wir nicht vorenthalten, so etwas zu empfehlen. Ja, ja. Also ich kenne das Produkt. Ich kenne das Produkt, habe es auch selber getestet, weil ich auch im Vorfeld wusste, dass du auf den Punkt mal drauf eingehen wirst. Das heißt, ich habe das auch mal getestet und war auch sehr zufrieden damit. Es ist jetzt einfach so, es muss jeder selbst für sich entscheiden. Ja. Es ist einfach ganz wichtig, das haben wir jetzt rausgearbeitet, also Darmbakterien zuzufügen bzw. dafür zu sorgen, dass die Darmbakterien sich wohlfühlen im Darm. Richtig, und es gibt also unterschiedliche Wege, dahin zu arbeiten. Mhm. Also Ernährung hat es gesagt, wir haben gesagt, ja, Sauerkraut, also fermentierte Dinge kann ich selber machen. Ernährung grün und gesund. Ich sag mal ganz kurz, ich bin kein großer Freund von der GBK, bürgerlichen Küche. Alles verbrutschelt und ist doch so. Ja? Oder auch viel, unsere, wo wir denken, das ist gesund. Ja? Ich bin kein großer Freund von viel Milch und Milchprodukte. Ich habe das so, fand ich so interessant. Was passiert mit einem Kälbchen, wenn du ihr Kuhmilch gibst, also ihre eigene Muttermilch, die aber aus der Tüte kommt? Das heißt, von uns verarbeitete Kuhmilch. Ja, und was passiert? In 4 Tagen stirbt es. Nein. Ja. Kann ich überleben. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist wirklich irre. Ne? Ja, und andere Dinge. Aber ich glaube, das machst du in deinem Blog und ich auch bei mir empfehle das. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. Ernährung, das hast du im Griff. Ich kann nur bitten, den ersten Schritt zu machen. Und der erste Schritt beginnt nicht mit dem Bein, sondern der beginnt da oben. Ja, jetzt lass uns ganz kurz mal für all die sagen, ich habe jetzt keine Zeit, keine Lust, mich mit Fermentation auseinanderzusetzen, aus welchen Gründen auch immer. Ich interessiere mich jetzt dafür, eine Quick and Easy Variante. Das ist etwas, was man auch vom Arzt her kennt. Ich gehe hin, da kriege ich auch meine Quick and Easy Variante, nämlich eine Tablette aufgeschrieben. Und hier haben wir etwas, was wirklich sehr, sehr gut ist, wo du auch gute Erfahrungen mitgesammelt hast. Extrem gute. Willst du uns da vielleicht noch was zu sagen? Ja, das von Dr. Niedermeyer. Genau. Ja, das will ich gerne machen, weil ich da wirklich hinterstehe. Weil es die Natur, es ist eine sogenannte Kaskadenfermentation, und das Endprodukt ist Natur. Also absolut eigentlich das, was im Darm passiert. Sie imitieren den Darm, über dieses Verfahren. Und das ist so hochintelligent und so gut gemacht. Also Ausgangsstoffe sind natürlich biologische Substanzen, Datteln, Feigen. Mein geliebtes, überaus geliebtes Kurkuma ist dabei und andere Stoffe. So, wenn wir das essen, nochmal diesen Weg. Wir kauen das und es muss in die verschiedenen, also Magen, Dünndarm und dann in den Dickdarm. Und dann mit einer guten Darmflora muss es erst so fermentiert verarbeitet werden, dass es dann die einzelnen Bestandteile in der Lage sind, durch die dünnen Wände der Darmwand hindurchzukommen. Das ist Verdauung. Mhm. Bei vielen ist es so im Argen, und da kann ich nur sagen, wenn wir dann die Grundsubstanz, also diese Darmfunktion, Darmfermentation, schon vorab diesen Naturbioprodukten gestatten oder also durchführen lassen, und wir nehmen das, dann haben wir eigentlich das, was im Darm passieren sollte, schon vorweggenommen und es kann problemlos dann im Darm aufgenommen werden. Ich finde es extremst intelligent. Hast du Erfahrung? Kannst du was zu sagen, was passiert, wenn ich das über einen längeren Zeitraum einnehme? Wie verbessert sich da meine Darm? Also meine persönliche Erfahrung, 100%ige Verbesserung. Jetzt nicht bei mir, sondern bei den Menschen, die sich mir anvertraut haben. 100%ige Verbesserung. Es ist auch durch Studien belegt, also da sind diese ganzen Symptome des Reizdarms innerhalb von 10-12 Wochen bis zu 80% zurückgegangen. Wow. Ich muss auch sagen, 3 Monate ist schon fast eine kurze Zeit, aber ich möchte fast sagen, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen nach 3 Monaten eine Verbesserung erzielen und, wenn wir das Bewusstsein haben, auch ein bisschen selber an der Schraube zu drehen, nämlich das, was da oben reinkommt.
Ja, genau. Und das ist eben die Kunst, dass man jetzt nicht meint, ich trinke das ein bisschen und dann war es das, sondern dann stellen sich irgendwann die alten Geschichten wieder ein und ich muss eben langfristig arbeiten. Ja. Aber hier habe ich zumindest schon mal den Anfang. Tolle Möglichkeit. Und man merkt vor allem auch, dass man am richtigen Zahnrad dreht. Also so war es bei mir nämlich auch. Also ich erstmal einen Ansatz hatte, weil bei mir war es so, die Energie ging runter, massivst runter. So. Also ich habe nach der Arbeit, musste mal hinlegen, ich konnte nicht mehr, ich war platt. Dabei habe ich nur am Rechner gesessen. Ja? Also, ist der Wegbereiter. Darf ich das nochmal, also mein Thema Mitochondrien, Energie, es ist auch noch ganz anders, also Information und Quantenphysik, aber ja, Energie. Als Arzt habe ich immer Menschen gefragt, die auf einmal eine schwere Erkrankung hatten, egal was es war. Sag mal Krebs, ja. Hast du jetzt, wurde die Diagnose, also jetzt bist du in der Therapie, oder hat sich in den letzten 1,5 bis 2 Jahren dein Energieniveau verändert oder ist es gleich geblieben? Hm. Und alle sagen, nein, ich habe gespürt, es wurde weniger. Ja? Das heißt, Energieverlust ist der Wegbereiter für Krankheiten. Ja. Für mich ist das völlig klar. Vor allem chronische Krankheiten. Und wir kennen das ja auch mit Energie, wenn wir eine Grippe kriegen. Also die akute Grippe. Jetzt machen wir ein tolles Interview und einer von uns schüttelt sich gleich, kriegt Schüttelfrost und heute Abend liegst du platt im Bett. Ja? Energieverlust. Akuter. Dieses kennt der Organismus. Das wird über die Mitochondrien gesteuert. Ja? Und interessanterweise gibt es auch hier von Niedermeyer Studien, dass die Mitochondrienfunktion im Gesamtorganismus sich über die verbesserte Aufnahme von diesen fermentierten Stoffen auch verbessert. Das heißt, wir führen gleichzeitig einen Energieboost zu uns. Ja? Und das ist so faszinierend. Wenn die Mitochondrien besser funktionieren, funktioniert die Entgiftung besser. Da gibt es ein Zentralmolekül Glutathion. Das wird erhöht. Ja? Nachweislich in den Mitochondrien, in den Zellen. Ja? Ja. Hochinteressant. Ja? Also das ist immer, wir müssen immer in Ketten denken. Ja? Nicht, ach, ich nehme jetzt Vitamin 100 Gramm Vitamin C zu mir, hat der Linus Pauling gemacht. Ja, dann pusht du einen Stoff ins Extrem und die anderen liegen flach. Ja? Es gibt nichts Intelligenteres als die Natur. Ja? Ja. Weil die hat dieses feine Zusammenspiel von vielen Mikro- und Makronährstoffen, was wir überhaupt nicht verstehen. Ja? Deshalb bediene ich mich doch der Natur. Ja? Genau. Das ist doch das Entscheidende. Und also Rechtsregulat ist für mich das absolut Natürlichste, identisch mit der Darmfunktion, und der Körper wird schon mal per se mit einem riesen Boost an tollen Stoffen versorgt. Ja, und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe und sage, ich will jetzt also nicht nur die Darmbakterien jetzt fördern und es auch hinzufügen, sondern ich möchte auch Nährstoffe noch hinzufügen, wäre es zum Beispiel eine Idee, das Rechtsregulat zum Beispiel in grünen Smoothie mit da rein zu tun. Ja? Absolut. Also kann man das vielleicht kombinieren. Ja. Ja? Du bist ein cleverer. Ja, klar. Ich sag dir vorhin, ich bin im Moment am Fasten. Heute ist Tag 13. So, wow. Mach mir gar nicht an. Ich mache jetzt das Fasten so, dass natürlich trinke ich viel. Ich mache mir meistens einmal am Tag einen Saft, also keinen grünen Smoothie, das wäre für mich vom Darm zu belasten, sondern ich entsafte, ne? Also auch nur Grünes, Sellerie, Fenchel und so weiter. Und ich nehme 2-3 Mal am Tag Rechtsregulat. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so einfach gefastet. Ja, das gibt's nicht. Ja, also das kann ich jetzt, ist jetzt keine Statistik, ich bin ja der Einzige, ne? Ja, aber ich habe noch nie so einfach gefastet und ich weiß nicht, wann ich aufhöre. Ich merke nur, dass ich wirklich Energie habe. Ich gehe gleich ins Fitnessstudio. Ja? Ich liege nicht hier flach und ich habe das schon alles gehabt beim Fasten. Ja? Irgendetwas in meinem Verhalten hat dazu geführt, dass ich ein sehr hohes Energieniveau habe. Ja? Auch die Entgiftung. Aber ich führe das mit hauptsächlich auf das Rechtsregulat zurück. Es war vielleicht auch ein bisschen Test für mich, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken, was passiert. Aber 13 Tage und jetzt so fit zu sein, finde ich schon eine ganz anständige Leistung. Ja, ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Sachen aufgeführt, auch mal ein bisschen aufgeklärt zum Thema Reizdarm, was damit zusammenhängt, Energie, was kann ich dagegen auch tun, um Energie wieder zu steigern. Das ist, glaube ich, auch so der Punkt, der ganz viele wirklich quält, kann ich auch von mir selber sagen. Also dieser Energieverlust, das war wirklich furchtbar, dass ich einfach da nicht mehr konnte. Und wenn man dann versteht, wo kommt es her, wie hängt es zusammen, haben wir den ersten Einblick hier heute gegeben, verschiedene Möglichkeiten genannt.
Ja, und für alle die von euch, die jetzt sagen, interessieren sich für das Rechtsregulat von Dr. Niedermeyer, haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen, das zu beziehen. Es gibt viele Bezugsquellen im Internet, das zu beziehen. Aber es gibt die Möglichkeit, 10% Rabatt zu bekommen auf eine Flasche, indem ihr das Stichwort Grün und Gesund nennt. Ja, damit unterstützt ihr auch gleichzeitig die Arbeit von Grün und Gesund. Würde mich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch überall herbeziehen, wenn ihr Interesse daran habt. Unter dem Video gibt es die Informationen, wie ihr dort vorgehen müsst, wenn ihr bestellen wollt und diesen Rabatt bekommen möchtet. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr möchtet vielleicht mal getestet, eine kurze Variante, wollt ihr jetzt direkt im Anschluss dann vielleicht so eine 3-Monats-Kur machen und auch länger. Auch da gibt es nochmal einen Rabatt und etwas größere. Das sind ausgerechnet knapp 30% Rabatt, die ihr bekommt. Also wenn ihr diesen, wenn ihr Stichwort Grün und Gesund bei der Bestellung nennt. Wie gesagt, alle Informationen gibt es hier unter dem Video. So, dann haben wir eben noch von der Studie gesprochen. Ja. Wenn wir dann Möglichkeit haben, ach, du hast sogar da, wunderbar. Also ja. Wenn wir dann Möglichkeit bekommen, dann würde ich es auch gerne verlinken. Ja. Findet ihr dann auch im Nachgang unter diesem Video. Ja, und dann würde ich vielleicht noch auf dich gerne verweisen, denn du machst auch eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ja. Und wer also mehr über dich erfahren möchte, wo finden wir mehr Informationen über dich? Relativ einfach, weil ich ja der Mitochondrien-Doktor bin, bin ich unter der Webseite www.der-mitochondrien-doktor.de zu erreichen. Jetzt im Moment ist sie ein bisschen, ja, sie ist in Arbeit, ja, muss ich ganz klar sagen. Ich habe ein Mitochondrien-Grundlagenbuch genau über diese Themen, Ernährung, Entgiftung, Darm, vor allem wenn noch jemand, die um 4 und 5, 4 ist Zähne, Zahnmaterialien, Halswirbelsäule, Statik, Schilddrüse und 5 ist Sonstiges. Ja, gesundes Wasser, gesunde Erdung, Licht und so weiter. Ja, das ist eigentlich so das Thema und jetzt in diesem Jahr gebe ich wieder richtig Gas und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf und ich glaube, deine Arbeit unterstütze ich gern und es ist umgekehrt genauso. Umgekehrt ganz genauso, genau. Ja. Denn unser Ziel ist es, dieses Wissen, dass wir uns angeeignet haben, in welcher Form auch immer, ich bin ein bisschen mehr aus der Praxis heraus, du hast es ja auch wirklich dann auch gelernt und als Arzt immer ganz andere Einblicke, aber was uns antreibt, ist letztlich das Gleiche, nämlich dieses Wissen, alternative Wissen, Hintergrundwissen weiterzugeben und Menschen zu helfen, denn es gibt nichts Schöneres, als wenn mich Menschen anschreiben und sagen, zum Beispiel, Andreas, meine Haare kommen wieder zurück, meine Haarfarbe kommt wieder zurück, weil ich seitdem ich grüne Smoothies trinke, ja, oder die und die Krankheit ist weg oder was auch immer ich für Informationen die kriege. Das sind die tollsten Sachen und es ist so toll zu sehen. Und deshalb beflügelt mich das auch, auch Aufklärungsarbeit zu machen. Und deshalb danke ich dir hier, dass du da ein großes Puzzleteil jetzt hiermit so beigetragen hast. Ja, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ja. Genau, ganz vielen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, weiter für deine Arbeit, für dein Buch, das du schreibst. Ja, danke schön. Ja, das wird was richtig Gutes. Und in diesem Sinne beschließen wir jetzt das Interview. Sagen Dankeschön fürs Zuschauen, dass du so lange hier durchgehalten hast. Hoffe, du konntest einiges für dich hier rausziehen aus dem Interview. Wenn dir das Interview gefallen hat, schau gerne vorbei beim Rudolf Bolzius oder auf grünundgesund.de. Alle Infos, wie gesagt, hier unten drunter. Freuen uns über ein Like oder einen Kommentar zu diesem Video. Und jetzt sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Rudolf und Andreas. Genau, macht's gut. Bis bald. Ciao.